Ich bin Tim von Tim Dresden TV und... Und ihr seht jetzt die 6. Folge von The Top of Nerdy. Hallo und herzlich willkommen zum Produkt des Monats. Diesmal haben wir hier zwei super coole Laser-Lichtschwerter von Star Wars, und zwar genau das von Darth Vader und Luke Skywalker mit Licht- und Soundeffekten, die ich euch gleich im Anhang noch oder im Anschluss noch zeigen werde. Aber zuerst ein paar technische Infos. Und zwar, die Länge der beiden Lichtschwerter beträgt 111 cm und man benötigt dafür 3 AAA-Batterien, die man sich zusätzlich noch kaufen muss. Die werden nicht mitgeliefert, aber macht ja kein Problem, wenn man das damit spielen will. Dann hat man auch mal so ein bisschen Geld für so ein paar Batterien übrig, oder? Also, dann noch das Material. Also diese Röhren, die ihr seht, die auch leuchten können, die sind aus Polycarbonat und der Griff unten jeweils aus Metall und Kunststoff. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zu den wunderschönen Licht- und Soundeffekten. Ich werde mal eben das Licht ausschalten, dann sieht man diese Effekte besser. Wunderschöne Farben, oder? Diese Teile haben natürlich auch Soundeffekte. Ich werde euch das jetzt mal demonstrieren, indem ich das Blaue einfach mal in die Hand nehme und damit herumwedel. Ist ganz nice, und wenn sich bei zwei von diesen Schwertern treffen oder mit etwas anderem in Berührung kommen, gibt es auch einen Soundeffekt. Ich demonstriere das mal. Richtig geil. Das da hinten ist gerade eingefahren, habt ihr gesehen. Das ist auch mit so einem Effekt versehen. Seht ihr nochmal. Geile Sache, oder? Also auf jeden Fall für einen Nerd, der sich Nerd nennen möchte, ist das ein Muss zu Hause im Schrank. Es gibt auch wunderschöne Aufsteller dafür. Und man kann das zum Beispiel bei GetDigital für ca. 150 Euro erwerben. Also wenn ihr Interesse habt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr Links und noch weitere Beschreibungen werde ich alles da reinpacken. Und bis zum nächsten Mal.